Mein Name ist Ludwig Trepter. Ich bin Schauspieler und Botschafter fürs humanitäre Völkerrecht beim Deutschen Roten Kreuz. Wir sitzen heute zusammen, Herr Dr. Weingärtner und ich. Und wir besprechen das Thema humanitäres Völkerrecht nochmal, weil es aktuell, so scheint es mir auch, einfach nochmal eine bestimmte Brisanz bekommt. Und wichtig ist, darüber zu informieren und nochmal einen Anstoß zu geben, was es denn überhaupt ist. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass ich vor 2 Jahren in Syrien ja war und festgestellt hatte, als ich mit dem DRK vor Ort war, dass wir in unseren Breiten den Frieden gewohnt sind, ne? Und diese Art von, also Betonung liegt auf Art, von Bedrohung gar nicht kennen und diese Art von Angst überhaupt nicht kennen und auch medizinischem Notstand. Daraufhin, 2 Jahre später, kam es zum Ukraine-Konflikt, der geografisch näher rückte zu uns und von dem wir zwar nicht direkt betroffen sind, aber indirekt. Und da fängt man sich dann natürlich an zu fragen, wie sicher ist eigentlich die Zukunft? So ging es mir zumindest. Aber bevor wir aufs humanitäre Völkerrecht zu sprechen kommen, glaube ich, ist es total notwendig zu verstehen, was an und für sich erstmal humanitäre Hilfe ist, was es letztendlich bedeutet. Also humanitäre Hilfe ist die eigentliche Grundidee des Roten Kreuzes, aber die stammt eigentlich aus der Idee der Hilfe im bewaffneten Konflikt. Das war dann, ich muss jetzt ein bisschen in die Historie zurück, das war Mitte des 19. Jahrhunderts, Schlacht von Solferino, als Henri Dunant da das Leiden der verwundeten und sterbenden Soldaten vorfand und sagte, nee, da muss man jetzt was unternehmen. Und dann gründete er eine Hilfsorganisation. Auch die Staatengemeinschaft hat schnell eingesehen, dass da ein großes Manko ist und dass da Handlungsbedarf ist. Eine Konferenz. Also der Ursprung war wirklich, der Ursprung der Rotkreuz-Idee lag wirklich in der Hilfe für verwundete und sterbende Soldaten. Das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte immer weiter ausgedehnt. Sehr in den Vordergrund trat die Hilfe für Zivilpersonen, die unter den Auswirkungen eines bewaffneten Konfliktes leiden. Bewaffneter Konflikt, kann ich nur sagen, umgangssprachlich Krieg, das ist der juristische Begriff, deshalb können wir in dem Zusammenhang auch vom Krieg reden, Leiden, die durch Kriege verursacht werden. Dann gab es weitere Entwicklungen, dass bestimmte Waffen verboten wurden, die unnötige Leiden verursachen. Und so hat sich nach und nach das humanitäre Völkerrecht entwickelt, mit der Grundidee, Leiden in bewaffneten Konflikten, in Kriegen zu mindern, aber die Tätigkeit des Roten Kreuzes hat sich eben auch weit darüber hinaus noch weiter ausgedehnt, auch auf Hilfe und Unterstützung für Menschen in Not in Friedenszeiten. Aber die Ursprungsidee, Hilfe im bewaffneten Konflikt. Das heißt, an und für sich gibt es, um es mal ganz einfach zu erklären, einen Vertrag zwischen Staaten, der sicherstellt, dass es Regeln innerhalb des Krieges, bewaffneten Konfliktes gibt. Also bis weit ins Mittelalter galt so der alte römische Spruch inter arma silent leges, also im Krieg gibt es kein Gesetz. Das hat sich aber inzwischen geändert. Die Staatengemeinschaft, also alle Staaten, sind inzwischen der Meinung, es müssen im Krieg bestimmte Regeln gelten. Es darf niemand völlig schutzlos sein. Wenn ich mich nicht daran halte, mache ich mich zum Kriegsverbrecher. Das ist so. Das ist so. Und dann ist die Frage, wie werden in der Nachfolge, wie werden solche Taten bestraft? Ja? Aber erstmal ist klar, es gilt das humanitäre Völkerrecht. Da sind die Staaten dran gebunden und da ist jeder Einzelne, der im Krieg aktiv wird, auch dran gebunden.